Hallo, wir beschäftigen uns jetzt mit der Division von komplexen Zahlen. Division. Wie funktioniert das? Zur Division. Da muss man ein bisschen was wissen. Das ist nicht so ganz einfach, aber es gibt einen ganz schönen Trick, den zeige ich euch jetzt. Mit dem kann jeder ganz schnell so eine Division einer komplexen Zahl durchführen. Und das ist wie so oft in der Mathematik, wenn man diesen Trick nicht kennt, hat man keine Chance. Dann wird man die Division nicht durchführen können. Ich erkläre euch das Ganze mal anhand von einem Beispiel. Also, überlegen wir uns mal zwei komplexe Zahlen, zum Beispiel Z1 soll sein 4 minus 8j und für Z2 nehmen wir 3 plus 4. Okay, so. Und jetzt soll die Aufgabe sein, wir wollen die Zahl Z2 durch die Zahl Z1 durch die Zahl Z2 teilen. Das heißt, es steht dann Z1 durch Z2 ist gleich 4 minus 8j durch 3 plus 4j. So. Und jetzt habe ich euch in einer vorangegangenen Lektion schon mal erzählt, was eine sogenannte konjugiert komplexe Zahl ist. Was war das nochmal? Konjugiert komplexe Zahl bedeutet einfach, wenn ich hier zum Beispiel 3 plus 4j habe und dann ändere ich nur das Vorzeichen für meinen imaginären Anteil und dann ist die konjugiert komplexe Zahl hier zum Beispiel 3 minus 4j. Also, ich schreibe die mal hin. Ich mache mal so einen Strich drüber. 3 minus 4. Ja, würde die konjugiert komplexe Zahl lauten. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, bei der Division wendet man einen kleinen Trick an, um die überhaupt durchführen zu dürfen. Und was macht man? Man macht Folgendes. Man erweitert diesen Bruch mit der konjugiert komplexen Zahl von hier unten. Also 3 minus 4j und da muss ich natürlich unten im Nenner auch nochmal 3 minus 4j dazu multiplizieren. Das heißt, ich habe mit diesem konjugiert komplexen Zahl den Bruch erweitert. Das heißt, am Wert vom Bruch hat sich überhaupt nichts geändert. Ich habe nur etwas noch ihn noch erweitert um eine Zahl. Könnte ich genauso gut wieder wegkürzen. Also, aber was mache ich jetzt? Jetzt habe ich etwas sehr Schönes. Und das kennt ihr vielleicht auch früher, aus dem letzten Semester noch. Da passiert Folgendes. Und zwar verschwindet jetzt nämlich gleich hier unten der imaginäre Anteil. Und das heißt, ich kriege nur noch einen realen Anteil und kann dann die Rechnung vollenden. Wir führen das einmal zusammen durch. Also, über dem Bruchstrich habe ich 4 mal 3 ist 12, minus 16j, minus 24j, ja, plus 32j² hier. J² ist ja immer was ganz Tolles. Erinnert euch mal an die Multiplikation. Was kommt bei J² raus? Also sagen wir mal bei Wurzel minus 1 mal Wurzel minus 1 ist nämlich einfach wieder minus 1. Ja? Behalten wir mal im Hinterkopf. Jetzt geht es weiter mit dem Nennen. 3 mal 3 gibt 9, 4 mal 4 ist 16. J² ist wieder minus 1, also 9
plus 16. Und ihr seht, wunderbar, toll, ich hatte hier imaginäre Anteile. Die sind eigentlich nicht wirklich lösbar, aber durch diesen Trick, durch die Erweiterung mit der konjugiert komplexen Zahl, verschwindet der imaginäre Anteil komplett und ich habe hier unten eine ganz normale reale Zahl wieder. Ja? So. Und hier oben, auch das ist kein Hexenwerk mehr, kann ich schnell auflösen. 12, 32, minus 32 ergibt dann minus 20, minus 16, minus 24 gibt dann minus 40j und hier unten bleibt die 25 stehen. Das heißt, ich habe hier 20 25stel, 40 25stel, kann ich da mal hinschreiben, 20 25stel, minus 40, 25stel, 3j und das ist nichts anderes als 25 minus 0,8, na, ich schreibe es hier vorne hin, minus 0,8